John Lennon. Wir kommen und alles ein Happy New Year und Very Good Christmas. Das haben wir schon vergessen, aber ein neues Jahr. Und da wollen wir jetzt hoffen, dass Sie noch voll drauf sind bei unserem Club Silvester, denn die nächsten 15 Minuten ist Rock'n'Roll Time. Hush, little baby, it's only rock and roll, and rock and roll is good for your soul. Es ist ganz klar, Bad Boon. It was a moonlit night in old Mexico. Speedy. I walked alone between some old adobe haciendas. Gonzales. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. Das war Andreas, Pets Boon, aber Andreas ist jetzt an der Leitung. Wenn es wahr ist, wenn kein Knopf in der Leitung ist, dann höre ich ihn jetzt. Hallo, Andreas? Ja, hallo, schönen guten Abend aus der Karibik. Ja, ich wollte es nicht verraten, aus der Karibik, Andreas. Ich finde es ganz fantastisch. Wie feiert man denn bitte in der Karibik Silvester? Ja, feiern tun wir nicht sehr viel. Wir sind hier ein Passagierschiff, ungefähr mit 600 Passagieren an Bord, 360 Mannschaft. Im Moment servieren wir das Abendessen, sind gerade beim Arbeiten. Ich habe das Arbeiten kurz unterbrochen. Meine Passagiere warten schon auf mich, die schauen gerade. Das sind ungefähr 10 deutsche Passagiere. Ja. Lange Zeit habe ich nicht, hier zu sprechen. Wir sind hier 60 Österreicher an Bord der Sagafjord. Die Sagafjord ist ein norwegisches Schiff, ein 5-Sterne-Plus-Passagierschiff. Und wir möchten nur Grüße an alle Eltern nach Hause schicken. Die hören jetzt nämlich gerade zu. Ja, die hören uns auch. Die haben schon gewartet auf den Anruf. Wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr, also Sie sind ja schon gut hineingerutscht jetzt und natürlich lange, lange feiern, das ist klar. Ja, Andreas, aber so viel kann es nicht ausmachen, dass wir nicht ein paar Sekunden noch ein bisschen telefonieren. Was gibt es denn heute da am Schiff? Ja, da gibt es natürlich für die Passagiere eine Silvesterfeier und natürlich besonders für die Crew, also für die Mannschaft eine große Feier. Die Feier, also wir starten das dann um 10.30 Uhr, also wir sind jetzt 5 Stunden zurück mit der Zeitverschiebung. Wir starten das um 10.30 Uhr. Also es ist ungefähr um 6 Uhr herum, ne? Um 1 Uhr gibt es eine große Mitternachtsshow für die Crew, da es leider früher nicht möglich ist, für uns eine Feier zu machen, da einige Kellner überdessen noch arbeiten müssen. Ja, ja, ist klar. Andreas, was wird denn da serviert? Ich meine, was Erlesenes aus dem Meer? Irgendwelche Meeresfrüchte, Krabben, Krebse? Hallo? Ja? Andreas, was wird denn da serviert heute? Ja, da wird einmal als Vorspeise serviert, zum Beispiel ein Kaviar, ein Malasol-Kaviar oder ein geräucherter norwegischer Lachs. Danach gibt es vielleicht eine klare Ochsenschwanzsuppe. Danach ein Zwischengericht, ein Fischgericht, buschierte Seezungenfilet oder eine gegrillte Languste. Dann geht man über auf ein Sorbet, zum Beispiel ein Dom Pérignon-Sorbet. Und als Hauptspeise hat man dann eine Auswahl von